Ich wär gern Hans-Joachim, coolen Kampf, der nachts im Fernsehen Texte las. Nur sind die meisten Texte angestaubt und die modernen kosten was. Das ist okay, nur zahlen kann ich nicht, dafür ist das Budget zu schmal. Und bloß ein altes, klassisches Gedicht zu lesen, finde ich eine Qual. Das ist der Grund, warum ich selbst zum Stift viel mehr ins Keyboard greif und schreib. Und wenn ein Reim auch mal daneben trifft, ist er dafür tantiemenfrei. Ach, coolen Kampf, du hast mich jede Nacht ins Bett gebracht. Wie häufig lag ich lange wach und hab den Fernseher angemacht. Und da saßt du mit einem Buch und hast so nur im milden Ton gelesen. Brille abgesetzt und dabei schlief ich dann meist schon. Ich hab dank Hans-Joachim coolen Kampf von Christian Morgenstern gehört. Mit Erich Kästner, Seneca und Kant hat er mich spät im Bett beirrt. Mich hatten vorher Magnum, Denver Clan, die Golden Girls ins Bett gebracht. Doch erst wenn deine tiefe Stimme kam, hab ich die Augen zugemacht. Und weil der coolen Kampf schon lang nicht mehr für mich und all die anderen liest, greif ich zum Podcast-Mikrofon und lese, bis du in Ruhe die Augen schließt. Ach, coolen Kampf, du hast mich jede Nacht ins Bett gebracht. Wie häufig lag ich lange wach und hab den Fernseher angemacht. Und da saßt du mit einem Buch und hast so nur im milden Ton gelesen, Brille abgesetzt und dabei schlief ich dann meist schon. Ach, coolen Kampf, du hast mich jede Nacht ins Bett gebracht. Wie häufig lag ich lange wach und hab den Fernseher angemacht. Und da saßt du mit einem Buch und hast so nur im milden Ton gelesen, Brille abgesetzt und dabei schlief ich dann meist schon.